Schon wieder rot. Oh, ja. Jetzt aber jetzt schon vier Nummern erreicht und Nummer schön. Auf der Kacke hauen. Ja. Ja, das schaffe ich nicht. Ja, da ist er. Was sitzt denn der Bock, wenn der Tunnel kommt und da kommt kein Geräusch aus dem Acker? Ich brauche doch Geräusch nicht. Nee. Nö, ist ja für, schön für entspannte Gegend fahren, ist ja genau richtig. Na? Aber auch noch ganz schön Kilos runter, ne? Da kannst du aber ein paar Kilometer fahren, oder? Ja, ich habe jetzt zwei Akkus, da schaffe ich 140 Kilometer mit. Oh. Na? Und ich habe aber vor, damit nach Holland zu fahren. Aber halt 45 nur, oder was? Ja, der fährt da ein bisschen schneller, fährt 60. Aber reicht aus. Die gibt es auch als 80er und das ist schon, da denke ich mir, okay, da fängt das dann an, wo es Spaß macht. Ne? Gibt es auch schon, 150er gibt es auch schon. Hat 150 Kilometer Reichweite. Da ist da schon was, ne? Also, reinhauen. Und direkt natürlich mit der Quatscherei natürlich die Ausfahrt verpasst. Ist klar. Ich hätte eigentlich links abbiegen müssen. Ach ja, so wird das auch nichts, ey. Schätze, ich kann ab und zu mal auf den GPS gucken. So, wenn jetzt mal endlich dieser Stofflappen hier auch mal richtig sitzen würde. So. Jetzt haben wir's. Die hier. Das sieht ja schräg aus. Ja, Landstraße ist echt bitter mit dem Ding. Das ist echt bitter. Ich fahre jetzt 50. Ich würde mal behaupten, leicht bergab. 26% Ofenakku drauf. 56,4 Volt. Und alter Schwede, echt so 10, 20 km/h schneller, dass du ein bisschen zügiger unterwegs bist. Um also ein bisschen so auch die 70 mitmachen kannst, wäre schon schön. Roman, ich finde dich gerade überhaupt nicht cool, weil der Max, der ist in Kopf drin, sag ich mal so, jetzt, wenn er weiß, was ich meine. Weißt du, gerade bei solchen Strecken hier, ne? Bei so langgezogenen Sachen, was ja echt schön ist hier so durch den Wald fahren und so, ne? Boah, da wäre es echt schön, wenn man echt mal 70 fahren könnte oder so. Manometer, nee, ey. Aber wir müssen jetzt mit dem leben, was wir haben. Das ist ja auch schön. Spannendes Reisen.
So, man sieht 1, 2, 3 Kohlekraftwerke. Das heißt also, Braunkohlentagebau ist nicht mehr so weit weg. Behaupt dich mal. Behaupt dir einfach mal. Hier ist ja nichts los. 2 Bauernhöfe und 3 Häuser. Ja, Wittendorf schon zu Ende. Also müssen wir da nur ein bisschen warten mit Akku wechseln. Weil jetzt hier mitten auf der Straße ist doof. Komm, 13% haben wir noch. Ziehen wir jetzt noch die Anhöhe durch. Und dann wird hier wechselt. Und das nächste Dorf, ich glaube, das ist Wittendorf. Oh. Also das nächste Dorf ist Wittendorf, das wird jetzt in Akku-Wechseldorf und Pinkeldorf umgenannt. So, oh, Wittendorf, nicht Wittendorf, Wittendorf. Batterie ist gewechselt, gepinkelt haben wir auch und jetzt haben wir noch 37 Kilometer, ey, scheiße, ey. Noch fast eine Stunde, ich muss langsam mal auf den Schacht, glaube ich, aber das sind jetzt, glaube ich, zu viele Details, wir werden das schon schaffen, wie sagt der Franzose, Oliver, auf geht's, Oliver, Oliver, losi posi. Juhu! Also, erstmal hier rüberkommen, wa? Ist da hinten ein Auto oder kommen gerade welche? Oder kommen die nicht? Voll vergessen! Die Travel Cam muss ja auch wieder an. Was sagt denn der Akku da überhaupt? 64. Auf geht's. So, ich glaube, jetzt können wir auch einfach mal crossen hier. Auf die Straße. Irgendwie kommt mir jetzt hier alles bekannt vor. Ja klar, ich bin ja schon mal von Süden nach Viersen gefahren. Vor allem in die Kurve hier vorhin. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. So, das sind, oh, jetzt kann man sie gerade nicht sehen, ne? Die Berge dahinter, das sind keine natürlichen Berge. Heißt also, wir kommen immer näher in der Braunkohle. Na, kann man sie gleich vielleicht noch sehen? Wenn wir jetzt wieder über der Brücke. Jawohl, also die sind mit Sicherheit aufgeschüttet.
oder Tacho, ne? Das ist so off. Und je schneller ich fahre, desto offer wird das. Das hat jetzt fast 12 km Unterschied. Den krieg ich. Den schaffe ich. Aber sowas von. Okay, erst das Auto. Da ist wieder so eine Nähmaschine. Ampel im Nirgendwo, wo sich jeder fragt, warum ist die hier? Also für 4 Autos. Unglaublich. Ja, der muss wahrscheinlich während der Verkehrszeit, muss hier während der Stauzeit dann, muss ja richtig was los sein. Sonst ersieht sich mir die Sinnhaftigkeit dieser Anlage nicht. Und da hinten ist ein Kreisverkehr. Hätte man hier vorne auch hinmachen können. Ja, wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. Wie konnte ich denn diese Ausfahrt verpassen hier? Oh Scheiße, die geht gar nicht mehr. Was soll denn das? Oh fuck, ey. Muss ich doch da lang? Die haben wirklich die ganze Straße weggemacht, ey. Scheiße, nee, ey. So, da kann man schon den Braunkornbagger sehen. Ja. War ich da nicht so verkehrt. Deswegen musste ich jetzt auch den riesen Umweg fahren, der mich 2 Kilometer gekostet hat. Also haben sie doch eine Straße weggekloppt. Ja, willkommen im Zeitalter der Energiewende. Alles bleibt wie gehabt. Hier liegt echt der Hund begraben, ey. Aber sowas von. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier auch weiterkomme. Na, da stehen Windmühlen, aber die werden ja nicht in der Luft stehen.
mal noch ein Elektromobil, aber der darf nur 25. So, jetzt geht's weiter. Und hier sind die ganzen Maschinen jetzt. Und ich mache mit dem Elektroding, ey. Bin ich echt eine Wurst. Guck mal, war ganz komisch. Was hat denn der da? Da ist ja gar kein Verbrenner. Was ist denn da unten drin? Ja, ist schon eine eingeschmorene Bande hier. Naja, jetzt geht's erstmal nach. Vier sind weiter. Die letzten 20 Kilometer, die werden wir mit dem Akku noch schaffen. Als ich gefragt habe, so sieht es mit Laden aus, irgendwie. Naja, so ist es. Auf geht's. Ach so, scheiße, ich muss ja noch die Kamera anmachen. Ah. Hallo? So, 39%, 16 Kilometer sollte reichen. Sollten wir hinkriegen. Ja, die haben ein bisschen geguckt, aber keiner hat sich getraut, was zu fragen. Ja, und in dem Stop gab es dann hier heute Reibekuchen All You Can Eat. Habe ich mir 4 Stück reingehauen. Und jetzt geht's weiter zur Family. An der Tanke vorbei, wo ich letzte Mal laden durfte. Aber diesmal brauchen wir das ja nicht, weil wir haben ja noch 30%.